Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum. Ihr habt's euch ja gewünscht. Ich habe ja mal eine Online-Umfrage gemacht, welche 3DS-Games ihr denn gerne mal wieder sehen würdet. Ihr habt's euch gewünscht, Animal Crossing New Leaf. Der Briefkasten ist jetzt nicht so wichtig. Können wir uns auch später drum kümmern. Ja, ich werde mal wieder Animal Crossing New Leaf spielen. Heute mal wieder ein Part. Hier blinkt alles und glänzt. Also ich gehe mal hier ein bisschen weiter weg. Nervt alles. Ich setze mich am besten hier mal auf einen Stein, um die Begrüßung hier in aller Ruhe machen zu können. Ja, so rumgedreht. Heute möchte ich ein paar Fragen beantworten, die ich hier in ask.fm liegen habe. Da könnt ihr in Zukunft auch eure Fragen stellen. Da habe ich mir jetzt einen neuen Account erstellt. Ich hatte schon 2-3 Accounts dort, die nicht wirklich genutzt wurden. Ich habe es auch in meine Kanalbeschreibung gepackt und wird jetzt auch hier in der Videobeschreibung stehen. Schaut mal daran nach, da gibt es einen Link zu meinem ask.fm Profil, so rum. Da könnt ihr mir gerne eure Fragen stellen und vielleicht kommen die dann mal irgendwann in naher Zukunft oder in ferner Zukunft in einem Animal Crossing New Leaf Part dran und werden dort beantwortet. Ja, ist gerade Nachtchen Animal Crossing und ich nehme hier mir gerade mal die erste Frage vor. Ich habe mir schon im Vorhinein die Fragen mal durchgelesen und ich sehe schon, die werden ein bisschen selbstkritisch. Ich frage, ach, der Baum hier mitten auf dem Weg. Eine alte Geschichte. Ich werde vielleicht ein bisschen Unkraut jäten, während ich die Fragen, und ich werde den Weg wegwischen, während ich die Fragen vorlese und beantworte. Kommen wir zur ersten Frage, die nicht so ganz verwerflich ist, nicht ganz so, verwerflich sind sie alle nicht ganz so kritisch ist. Die erste Frage direkt sogar schon von einem Zuschauer anonym gestellt. Und die erste Frage, komm mal nicht zu Potte hier. Wenn ich scheiße drumherum laber, zeige ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus. Mor? Ich will den heißen Brei herumreden. Hast du keine Angst vor Mathe? Zwei Fragezeichen. Das ist die Frage. Ich deute die Frage jetzt mal so, dass Mathe das Schulfach gemeint ist. Da muss ich sagen, ich bin seit jetzt fast schon einem Jahr nicht mehr in der Schule. Habe jetzt mittlerweile schon angefangen zu arbeiten. Ja, also Angst vor Mathe. Also Angst direkt vor Mathe hatte ich nie. Also, um das direkt so zu sagen, also, ich kann nicht so gut Mathe. Ich habe da ein bisschen meine Probleme mit dem Fach Mathe, generell mit Zahlen und so weiter. Ist so ein bisschen ein Problem bei mir. Aber Angst vor Mathe, nee, das ist nicht. Da gab es andere Fächer, die mir mehr Angst bereitet haben. Russisch zum Beispiel. Wenn die jetzt werden. Von der 5. bis zur Schlag mich tot, 7., 8. Klasse, lass mich lügen, eine ganz schlimme Lehrerin in Russisch, das war ein Fach, wovor ich Angst hatte. Ja, ist deine Frage damit beantwortet, anonymer User? Ja, so viel dazu, also. Ich verstehe es, dass man vor manchen Fächern Angst hat. Ja, ich sag's mal so, es liegt ja immer an den Lehrern. Das ist ja wirklich wahr. Wir hatten dann später eine
in den letzten paar Jahren, die ich in der Schule war, eine andere Lehrerin in Russisch. Ja, das Fach ist dadurch nicht besser geworden. Also ich war immer noch genauso schlecht in dem Fach und ja, das Fach ist dadurch nicht viel interessanter geworden, aber die Angst ist dadurch zum Beispiel weggegangen und wenn, ja, ja, nächste Frage. Bist du ein Morgen- oder Nachtmensch? Das sind jetzt Zufallsfragen, die hier kommen. Oh, wer zieht denn hier ein? Komm mal kurz gucken. Selina von Immunuk. Steht das neue Haus von Selina? Ja, zieht hier wohl Selina ein. Bist du ein Morgen- oder Nachtmensch? Da muss ich zugeben, ich muss sagen, ich bin zu einem Nachtmenschen geworden. Also, ich war früher ganz gerne sogar mal ein Morgenmensch. Also, bevor ich mit YouTube hier angefangen habe, bin ich sehr gerne und oft, auch am Wochenende, schon sehr früh aufgestanden. Da durchaus schon mal früher als zu Schulzeiten. Also, da habe ich schon mal, da ich schon mal gesagt, ja, am Wochenende mal um 7 aufstehen, gar kein Problem für mich. Aber jetzt seit Februar 2016, wo ich mit YouTube angefangen habe, das hat sich jetzt ziemlich so entwickelt, dass ich ja doch ein Nachtmensch geworden bin, aus dem Grund, dass ich meine Videos abfilme von dem DS, von dem 3DS und von den Konsolen. Und das halt nur ab dem Nachmittag und dem späten Nachmittag oder Abend oder Nacht geht. Ich kann da nicht morgens um 7 aufstehen und anfangen ein Video zu drehen. Dann spiegelt das hier in der Kamera und nicht in der Kamera, im Display. So musste ich mich halt irgendwie umstrukturieren und umgewöhnen, dass ich halt ja erst nachts um ja gegen Mitternacht dann erst anfange zu drehen. Und das ist dann auch am Wochenende halt so, dass ich dann ja Freitagabend, Freitagnacht um Mitternacht anfange zu drehen und dann drehe ich halt ein halbes Stündchen bis Stündchen und dann brauche ich halt noch ein Weilchen ins Bett und dann komme ich halt ja, dann machen wir noch ein bisschen YouTube gucken, Videos gucken und so ein bisschen daddeln dann auch noch privat und so weiter und bis man dann wirklich zu Potte kommt, ist dann auch erst um 2 oder um 3 dann, ja um 3 in wenigsten Fällen, ja so halb 2, um 2 und dann steht man natürlich nicht um 7 auf, man um 2 ins Bett gehuscht ist, ja. Insofern habe ich mich quasi irgendwie umgestellt. Ja, nicht nur quasi, sondern habe ich mich wirklich umgestellt. Ich weiß nicht, ob das sonderlich gut ist. Also ich bezweifle es, dass so eine maximale Umstellung nur positive Folgen hat. Ja, aber ja, ich liebe es, mein Hobby. Sagst du so, ich lebe für YouTube. Nein, ich lebe nicht für YouTube, das ist falsch, das wäre falsch, nee. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Das ist meine Leidenschaft, ich lebe meine Leidenschaft, das ist, ich bin voll dabei und ja, ist halt, ja, da stellt man sich auch gerne für um und macht Sachen, die man sonst nicht so machen würde. Ich würde das jetzt auch nicht Opfer nennen. Also, ja. Umstellungen passieren, Umstellungen kommen vor. Ist aber interessant, das auch mal jetzt zu merken. Also, das hätte ich jetzt nicht so, hätte ich mich jetzt nicht reflektiert, wenn diese Frage nicht gekommen wäre. Ja, nächste Frage. Welche sind deine bevorzugten Kanäle auf YouTube? Och, jetzt werden wir offensiv.
Es ist jetzt reden wir hier wirklich über YouTube. Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass wir über YouTube reden. Das ist so ein langweiliges Thema. Das ist, ich meine, es gibt bessere und schönere Themen, über die man reden kann als über YouTube. Das ist, ja, aber irgendwie ist es halt auch das, was mich beschäftigt, womit ich, ja, kann ich ja sagen, ich gehe 8 Stunden am Tag arbeiten und den Rest des Tages verbringe ich mit Essen, Schlafen und YouTube. Und da ist halt irgendwie das, was mich... Oh, Handy vibriert. Eine Nachricht. Jetzt nicht. Tut mir leid. Beantworte ich später. Und da ist es halt das, was mich halt irgendwie bewegt und beschäftigt und ja... Da gibt es leider nicht viel anderes nebenbei. Was auch so eine Sache ist... Das sind Themen, ja, kann man lange drüber überlegen, kann man diskutieren und besprechen. Das ist, ja, ist natürlich alles, hat alles seine Vor- und Nachteile. Alles seine schlechten und seine guten Aspekte. Bin ich ein bisschen abgewichen. Was sind meine bevorzugten Kanäle auf YouTube? Meine? Nee, Spaß. Ja, ich gucke auch ab und zu mal meine Videos, kontrollmäßig mache ich das ab und zu mal, so mal stichprobenmäßig mal in ein paar Videos reingucken, halt auch mal, um zu sehen, ja, würde ich mir das auch geben, also ist das, was ich da hochlade, auch etwas, womit ich mich noch identifizieren kann, wo ich mich auch in meiner Freizeit hinsetzen kann und das Video gucken kann, weil ich kann keine Videos produzieren, wo... ich dann sage, nee, das kann ich mir nicht geben. Also wenn ich sie mir selbst schon nicht geben kann, dann kann ich sie mir meinen Zuschauern auch nicht zumuten. Ist natürlich jedem das Seine, also ist jedem seine Meinung und seine Geschmacksrichtung. Kann sein natürlich, dass mir meine Videos gefallen. Davon gehe ich mal aus, ich habe sie produziert. Gibt es auch einige Videos, wo ich im Nachhinein sage, die hätten besser werden können. Hätte ich schon besser machen können. Das wäre besser gegangen. Da liegt Stuff rum. Habe ich mal irgendwie hingeworfen. Naja. Aber im Allgemeinen gucke ich dann auch so ein bisschen aus der anderen Perspektive. Oh, ein Leuchtturm. Gucke ich dann auch mal so hin. Wie würde das denn ein Zuschauer sehen? Bevorzugten Kanäle sind hauptsächlich Gaming-Kanäle. Ich gucke auch das, was ich mache. Das bedeutet schon viel, ja, das zeigt schon, dass ich mit dem Thema auch gut bin, dass ich das Thema mich auch beschäftigt, dass ich ja halt Gaming nicht nur für Klicks mache, sondern weil es mir auch wirklich liegt. Ich gucke, ja, Paluten gucke ich ab und zu mal, wen gucke ich denn noch? Let's Play Markus gucke ich sehr, sehr oft. Mein großes Vorbild, falls ihr es noch nicht wusstet, dank dem gibt es mich. Also, also nicht so gesehen, also das ist, dem gibt es Zwergfürst Epi. Also mich gibt es dank meinem Vater und meiner Mutter, also so rein biologisch gesehen, aber Let's Play Markus ist nicht mein Vater. Dafür ist er, glaube ich, noch ein bisschen jung und ich ein bisschen zu alt. Aber ja, so als YouTube-Vorbild hat er mich dazu gebracht, weil er meine Inspiration, Zwergfürst EP zu begründen. Dann gucke ich noch Herr Bergmann, gucke ich immer, wenn ein neues Video online kommt. Da gucke ich wirklich zuverlässig jedes Video. Zumindest nach bestem Gewissen, wenn die Abo-Box da was nicht anzeigt oder ich mal irgendwas überblättere in der Abo-Box, dann ja. Herr Newstime Leverage, die beiden News-Kanäle, die ich gucke, wo ich mich informiere. Was gucke ich noch so? Ja, das waren eigentlich so die Hauptkanäle, die ich gucke. Zu viel mehr bleibt mir dann auch nicht die Zeit neben den
Produktion, die ich selbst mache, muss ja selbst noch Videos drehen. Da kann ich jetzt ohne den ganzen Nachmittag Videos gucken. Ja, und wie gesagt, ab und zu auch mal ein eigenes Video. Einfach mal zur Reflexion auch mal zu gucken. Ja, könnte es anderen gefallen, gefällt es mir noch. Auch gerne mal alte Videos. Ich gucke auch mal durch meine alten Videos und schaue mir mal Videos von 2016, 2017 an. Das ist dann manchmal ein bisschen schmerzhafter, weil die mir dann halt, mit denen ich mich halt dann nicht mehr so identifizieren kann. Ja, und das sind so die Kanäle, die ich gucke. Ja, Blackie, Black Barn Orgel, LP, Livestreams, die gucke ich immer ganz gerne. Ja, Gronkh gucke ich jetzt ab und zu mal. Hier. Was gucke ich gerade hier? Deponia Doomsday. Das gucke ich gerade, das hole ich gerade nach. Und auch aktuell die Projekte, die er macht, finde ich ganz dufte. Ja, die Grim Tales 10 gucke ich mir jetzt mal an. Und Sims 3. Und HWS kugel ich natürlich auch mal mit dabei. Das ist, ja. Ich habe nicht abonniert den Gronkh. Tut mir leid. Also muss ich wirklich zugeben, muss hier mal. Muss ich mir hier gerade mal beichten, dass ich den Gronkh gucke, aber nicht abonniert habe. Ja, weil ich halt nur teilweise wirklich die Videos gucke, die halt die Projekte, die mir gerade gefallen. Also die meisten Projekte, die Gronkh so bringt, die gefallen mir dann doch eher weniger. Deshalb gucke ich nur zu bestimmten Projekten da rein und ich bin halt Zuschauer, kein Abonnent. Ja. Wann warst du zum letzten Mal am Strand? Ewigkeit nicht mehr. Ich gehe auch gar nicht so gerne an den Strand. Ich bin nicht so ein Badetyp. War ich auch früher mal. Das liegt jetzt nicht an YouTube, ausnahmsweise liegt es mal nicht an YouTube, dass ich mich so verändert habe. Ja. Aber ja, ist halt irgendwie so geworden und hat mich dazu entwickelt, dass ich nicht mehr gerne ins Wasser gehe. Also duschen tue ich schon noch. Duschen tue ich. Aber ich bin so vom Schwimmen her so ein bisschen wasserscheu geworden, dass ich gesagt sage, ja, ins Meer baden jetzt, lieber doch nicht. Und am Strand rumliegen will ich dann auch nicht in der Hitze braten. Das muss dann auch nicht sein. Ja, hier ans Lagerfeuer sitzen noch ein bisschen Fragen beantworten. Ja, wann war ich das letzte Mal am Strand? Also, vor Jahren. Ich kann es euch nicht sagen. 2013, 2012. Ungefähr so in dem Dreh. Bin ich mehr so ins Meer gefahren. Das ist, nee. Letzter Urlaub, der war sogar dieses Jahr, da habt ihr sogar gesehen, das erste Sommertour-Video war meine Familie in Urlaub. Mit der ganzen Familie bin ich nach Tschechien gefahren. Ja, halt so, das hier Großstadt, Kleinstadt, Krams gefällt mir am besten, halt so innerhalb der Städte bleiben, nicht so am Strand und so weiter. Ja, passt schon. So, ich würde mal sagen, die letzte Frage für heute. Ich habe schon viel zu viele beantwortet und das Video ist bestimmt schon ewig lang. Aber die Frage, die muss ich noch beantworten hier. Ist das Internet besser als die reale Welt? Oh, über diese Frage könnten wir ewig hier reden. Das könnte ich hier noch ein paar Parts drüber debattieren und da könnte man noch ganzes Themenvideo zu machen. Ich werde mich kurz fassen. Die einzige richtige Antwort und auch meine Antwort darauf ist eigentlich, wenn man es ganz kurz fassen würde, nein. Das Internet ist nicht besser als die reale Welt. Ja. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Also, das Internet ist schon schön. Also,
Ich bin auch ein Typ des Internets, also ich drehe hier gerne YouTube-Videos, ich bin auch auf Instagram und anderen sozialen Medien tätig. Und ja, mir gefällt das Internet auch, also bin auch ein großer Fan davon. Ja, um es kurz zu fassen, um da nicht jetzt ewige Debattierrunden und Themenvideos draus zu machen. Es gibt eins im echten Leben, das kann das Internet dir nicht geben. Es gibt eine Sache, ein Vorteil im echten Leben. Das kannst du im Internet nicht kriegen. Also du kannst dir im Internet viel Befriedigung holen, ja. Auch in diesem Sinne. In der Tat. Das Internet kann schön sein, kann toll sein, da kannst du deine Zeit verbringen, da kannst du Spaß drin haben, da kannst du auch unter Umständen kannst du dich auch, ich benutze sehr gerne Discord, da kannst du auch mit Freunden, mit Freundinnen in Anführungszeichen, mit Freunden, das ist ein anderes Thema, mit Freunden im Internet, kannst du mit Leuten chatten, mit Freunden kommunizieren, mit Freunden auch über Discord, Teamspeak und so weiter auch gerne reden. Kannst dort deine Zeit verbringen, kannst dort leben, auch im Internet. Ja, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich euch vermitteln würde. Es gibt eine Sache, die ist wirklich, die geht übers Internet nicht, die wird im echten Leben nur wirklich zur Geltung kommen. So eine Beziehung mit einem Menschen, so aus Fleisch und aus Haut und Knochen, so. Ja, ich bin da kein Experte drin, ich kann euch da nicht, ich kann euch da wirklich nichts sagen, ich kann euch da auch wirklich nichts vorpredigen, aber ja, die echte Welt, sie ist zwar hart und unfair und ungerecht, aber bevor ich jetzt hier mit meinen weisen Sprüchen komme, gebe ich mal ganz einfach eine Filmempfehlung. Da gibt es viele Filme, die man in diese Richtung auch gucken kann, die auch sowas behandeln, aber letztens rausgekommen, müsste auch immer noch im Kino laufen, könntet ihr euch noch angucken. Kommt auch demnächst, also was heißt demnächst, kommt im September auf DVD raus. Habe ich mich schon informiert, Mitte September kommt es auf DVD. Der Film heißt Ready Player One. Habe ich schon eine Filmreview auch zu gemacht. Eine Filmempfehlung, wirklich in die Richtung Ready Player One. Schaut es euch an. Da kann man diese Frage auch sehr gut beantworten mit diesem Film. Ja, und ich würde mal sagen, sind wir am Ende dieser Fragerunde, dieser Ask-FM-Runde angekommen. Ich lege mich in die Hängematte und schlafe ein bisschen. Zumindest mein Avatar hier an Mel Kummersing, New Leaf. Ich würde sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfrist verpassen wollt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr das nochmal sehen wollt, ob ihr das nochmal sehen wollt, ob es euch gefallen hat, wie sehr es euch gefallen hat. Wollt ihr sowas in Zukunft weiter haben? Wollt ihr Animal Crossing als Fragerunde wiederbelebt haben? Würde sich so anbieten, zwischendurch mal eine Fragerunde in Animal Crossing. Ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag gehabt. Euch. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao und adios. Haut rein.